Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Action-Live-Haul. Wir starten jetzt auch direkt und ich würde sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Bei den Deko-Pflanzen muss ich natürlich auch mal schauen, was hier wieder Neues dabei ist. Und hier sehe ich, hier gibt es einige neue Kakteen jetzt. Sind echt niedlich. Hier habe ich gerade solche Servierschälchen gefunden. Die werde ich auch auf alle Fälle kaufen. Und hier gibt es auch noch welche in Schwarz. Beim Haushaltszeug werde ich auch mal wieder so ein bisschen stöbern. Schau mal, wie günstig hier diese ganzen Müllbeutel sind. Die sind sonst nämlich auch immer viel, viel teurer. Hier habe ich gerade so einen Raumduft gefunden, die finde ich auch immer ganz niedlich, allerdings weiß ich nicht, wie der duftet. Ich habe jetzt hier schon ein paar Reiniger eingepackt, einmal den, dann möchte ich diesen hier gerne mal testen, den kenne ich noch gar nicht. Und außerdem habe ich den hier noch eingepackt. Hier sehe ich gerade, gibt es noch einiges an Desinfektion und auch Handschuhe und so weiter. Ich glaube, ich werde das hier noch einmal kaufen. Das ist, finde ich, immer ganz gut. Im Weihnachtsregal, also bei der Beleuchtung oder Weihnachtsbeleuchtung, gibt es auch noch einiges. Hier ist wirklich alles noch gut gefüllt. Hier bin ich jetzt gerade bei der Deko und schau mal, es gibt so, so schöne Tabletts. Hier kann man sich wirklich kaum entscheiden, die sehen alle so wunderschön aus. Und das hier unten kenne ich auch noch nicht. Schau mal, das sieht auch hübsch aus. Hier wollte ich auch mal schauen bei den ganzen Cremes und ja, Kosmetiksachen, Beauty-Zeugs, ob es hier was Neues gibt und ja, was es einfach alles so gibt. Schau mal, hier habe ich einige Body-Sprays entdeckt. Und ich sehe gerade, schau mal, hier gibt es auch ein richtig tolles Glitzerspray. Das schaut ja mal richtig toll aus. Siehst du das, wie wunderschön das glitzert? Hier habe ich gerade eine LED-UV-Lampe entdeckt. Die gibt es hier für 11,95 €. Ich werde auch immer wieder nach günstigen Lampen gefragt. Also hier findest du eine im Action. Nur wie die ist, das kann ich dir leider nicht sagen. Das hier sieht ja auch mal fetzig aus. Das ist eine Rose und zwar ist das ein Lipgloss. Und von den Babytüchern werde ich auch noch mal eine Packung mitnehmen.
bin wieder zurück und möchte dir natürlich auch noch zeigen, was ich alles geshoppt habe. Als erstes ist dieser Kalender hier in mein Körbchen gewandert. Ich fand den ganz cool, ich finde den richtig toll zum Verschenken. Es wird ein Weihnachtsgeschenk werden. Und zwar habt ihr hier einen Kalender, wo ihr so Bildchen reinfüllen könnt. Ist halt ein toller Familienkalender, kann jeder so sein Bildchen hier reinmachen und seine ganzen Termine einschreiben. Dann habe ich diese tollen Schälchen hier gefunden. Ich wollte sowas schon immer mal haben. Wir haben nur zwei kleine Schälchen und die verbrauchen wir einfach ständig für irgendwelche Soßen oder ja, wie ihr hier seht, für Käse, Oliven und so weiter. Zwei reichen da nicht aus, daher habe ich jetzt die hier einfach gekauft. Und dann habe ich noch diese süßen Schälchen hier entdeckt. Hier habt ihr auch gleichzeitig einen Löffel dazu noch und hier so ein Unterbrettchen, sage ich jetzt mal. Fand ich auch ganz hübsch und habe ich jetzt mal in Schwarz mitgenommen. Bei den Müllbeuteln habe ich auch mal zugegriffen, denn die sind da unheimlich günstig. Aber ich will sie erstmal testen, wie die so sind. Ich denke mal, es sind ganz normale Müllbeutel. Habe jetzt aber erstmal zwei Stück mitgenommen. Dann habe ich so ein bisschen was an Reinigungskram mitgenommen, denn ich habe da schon mal was gekauft und fand das sehr, sehr gut. Einmal so ein Hygienespray, da kann man, denke ich, nichts falsch machen. Und bevor es wieder überall ausverkauft ist, dachte ich, ich nehme jetzt da noch mal eins mit. Dann noch diese zwei Reiniger. Den hier hatte ich schon mal. Das ist ein Allzweckreiniger. Da ist auch noch unglaublich viel drin. Aber ich dachte, ich muss jetzt da einfach noch mal einen mitnehmen. Man hat ja auch so ein paar Räume mehr. Und ja, fand den ganz gut. Der riecht auch sehr, sehr gut. Ihr habt hier wirklich sehr viel drin. Preis ist auch gut. Und dann habe ich gedacht, ich nehme so einen hier nochmal mit für die Küche. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also diese Sorte hier noch nicht. Ich hatte letztens eine andere Sorte und dachte, ich nehme jetzt den hier mal mit und teste den. Und dann habe ich noch so einen Reiniger mitgenommen fürs Bad. Hier steht drauf für Schimmelpilze und Belagentferner. Und ja, ich denke mal, so Kalk und so eine Sachen kennt jeder im Bad. Und so Kalkreiniger sind auch sonst immer sehr teuer. Und daher habe ich gedacht, ich teste jetzt einfach diesen hier mal. In der Babyabteilung musste ich auch wieder vorbei und da habe ich noch einmal solche Tücher hier gekauft. Dann habe ich wieder einiges an Deko mitgenommen, entweder für meinen Hintergrund oder auch so einiges schon für Weihnachten zum Verschenken. Und zwar habe ich einmal dieses, ja wie nennt man es, ist es eine Art Tablett? Ich sage jetzt mal Spiegeltablett, steht hier was drauf? Spiegeltablett. Oh, okay. Ja, fand das ganz süß. Hier kann man, denke ich, ein bisschen was reinfüllen, Folie drum und hat auch gleich ein wunderschönes Geschenk. Diesen Kerzenleuchter hier fand ich auch wunderschön. Mal sehen, ob er einen Platz in meinem Hintergrund irgendwie mal hat oder ob ich ihn auch verschenke. Ich glaube, ich werde es eher als Geschenk nutzen. Er sieht so schön aus und so edel, wenn man hier einfach noch eine Folie drumherum packt, schöne Kerze rein. Denk mal, das ist auch ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk schon. Dieses Tablett hier habe ich selbst für mich schon mehrfach gekauft. Ich finde das so, so schön. Das habe ich auch wirklich jetzt schon überall zu stehen und ganz toll dekoriert. Und jetzt habe ich es einfach nochmal mitgenommen als Geschenk. Hier möchte ich auch noch so einiges draufpacken. Auch schon so ein bisschen in Richtung Weihnachten und ja, einfach Folie drum und dann hat man wirklich, wie gesagt, schon wunderschöne Geschenke. Außerdem habe ich dieses wunderschöne Tablett hier noch entdeckt. Das habe ich voriges Mal, ich weiß nicht, habe ich es voriges Mal auch schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war dieses Mal ganz neu für mich. Fand das so, so schön. Das sieht so edel aus. Da kann man wirklich ganz tolle Sachen drauf dekorieren. Und ja, wenn man einfach vielleicht auch mal nicht so ein größeres Geschenk hat, sondern vielleicht nur eine kleine Sache, kann man das hier so drauf tun. Und dann sieht das einfach wunderschön aus. Dann war ich noch in der Tierabteilung. Und hier habe ich dann dieses Hundeschälchen hier mitgenommen. Das wird auch schon ein Weihnachtsgeschenk. Hier werden dann noch so einige Leckerlis reingepackt. Und ja, ich denke, mal, der Wauwi freut sich dann ganz sicher. Dann habe ich noch so einige Bodysprays entdeckt und ich habe mich für dieses hier entschieden. Ich habe da auch mal ganz schnell dran geschnuppert und das riecht sehr süß, aber auch sehr frisch. Und so als Bodyspray ist, denke ich, das ja auch nicht so schlimm, wenn es ein bisschen süßer ist. Das werde ich auch nutzen als Geburtstagsgeschenk schon. Das wird dazu gepackt. Und ja, so ein Bodyspray, denke ich, kann man auch immer gut gebrauchen. Das hier wird auch schon ein Weihnachtsgeschenk oder vielleicht packe ich es auch in den Kalender. Mal sehen. Hier nochmal von der Nahaufnahme. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also es ist wirklich ganz, ganz tolles Glitzer hier drin, ne? Wir sind am Ende vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und du Spaß hattest. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!